Fuß auf den Ne, sobald er vorne ist, kannst du drauf treten, musst gar nicht groß verzögern. Die Hüfte streckst, das merkst du, dass der Beckenkopf sich ein bisschen absinkt. Dann ist das Ganze aber gleich. Und was ich mal so mache, ich gebe jetzt in der Schwungphase ein bisschen Druck von unten, dass wir da nicht erst den Kopf unten fallen lassen, dass du hängen bleiben kannst. Warte, schneller, jetzt. Oben mit nach vorne bringen und rechts jetzt nach. Gut, das. Okay. Ihr könnt mal die Hochskörper sagen. Oben nach vorne bringen. Oberkörper mit nach vorne bringen. Und dann nicht nach hinten eingeben, weil 10 Minuten würde das Knie wollen. Sehr schön. Okay. So, wieder hin. Drück ich mal jetzt den Zehenschirm hoch, dass da links ein bisschen mehr Schwung da ist, Schwung aus einer Form geht. Einfach rechts stehen. Ich habe einen. Wenn du fällst, mach schubst dich zurück. Und so weiter und so weiter. Okay? Einmal rechts in die Belastung rein, dass bei links den Fuß weiter nach vorne kommt. Ja? Jetzt. Warte. Jetzt gehst du rückwärts, nicht schieben. Warum? Nehmen wir mal das rechte Gelenk. So, das ist das. So, dann leichte Seitenlage nach rechts und dann nicht zu lange zögern, drauf und folgen. Gut so. Okay, drauf, passt. Ja, sehr schön. Die Verzögerung ist jetzt schon deutlich geringer. Hüfte kommt gut sauber, schön in Anschlag. Okay? Zeit. Genau. Stopp. Jawohl. So, scheiße. Entschuldigung. Kleine Weg. Wenn man rumgehen, musst du hier nur aufpassen. Ja. Mit dem Unterschied. Das heißt, du brauchst wirklich so ein bisschen mehr Seitenlenkung. So, ich bin wieder. Auf geht's. Du hast schon voll belastet auf links. Du musst jetzt rechts noch den Fuß setzen. So, leicht geschwenkt und den Oberkörper nach rechts. Und weiter. Gut. Und leichter Schwenk. Und nach hinten zur Seite und das. Zeig, kick.